Wir hatten heute Morgen um kurz nach 19:30, 20 vor 8 war es ungefähr, hatten wir eine Feuermeldung von der Feuerrettungsleitstelle bekommen, dass es in einer Schule brennen soll. Wie sah es denn hier aus, als Sie eingetroffen sind? Also nachdem wir eingetroffen waren und durch einen Hausmeister hier eingewiesen wurden, schlugen die Flammen schon bereits aus dem Fenster heraus und wir sind sofort mit einem Trupp auch tätig geworden. Das ist ein Schulgebäude. Mussten hier Kinder oder Jugendliche evakuiert werden? Durch die Vorarbeit der Hausmeister wurde gleich uns mitgeteilt, dass das Gebäude schon evakuiert ist, schon keine Personen mehr in dem Gebäude waren. Unser großes Glück war, dass die Schule noch nicht begonnen hatte und nur wenige Schüler in der Schule waren, die auch dann gleich rausgeleitet wurden. Wo hielten sich die Schüler dann eben auf? Die wurden gesammelt auf einen Sportplatz, der hinter uns hier liegt, und ja, wurden da dann betreut von der Schulleitung. Wie hat man das Feuer bekämpft? Wir sind anfangs mit zwei Trupps vorangegangen, die mit C-Rohr und Wasser das Feuer dann bekämpft hatten. War das schnell aus? Wir hatten innerhalb von 5 Minuten hatten wir das Feuer unter Kontrolle, nach 10 Minuten Feuer aus. Was hat denn eigentlich gebrannt? Nachdem wir das Feuer aus hatten und einige Kissen, Matratzen, Schaumstoffteile rausgeholt haben, war da wohl die Brandursache. Was für ein Raum ist das hier? Das ist ein Aufenthaltsraum mit einer angegliederten Küche. Also es ist schon sehr kribbelig für die Kollegen und mich, wenn man bedenkt, ja, dass hier 1800 Schüler gesamt in der Schule sind, macht man sich natürlich schon seine Gedanken, wie viel sind noch in den Gebäuden, was kommt direkt auf uns zu. Für das Gebäude wurde in Absprache unseres Einsatzleitdienstes und der Schulleitung abgemacht, dass die Schüler für heute hier schulfrei haben.